Hallihallo, liebe Zwei- und Vierbeierinnen, herzlich willkommen hier bei einem neuen Video von DOCS.TV. Mein Name ist Markus. Heute geht es wieder um das Thema Frustrationstoleranz. Allerdings geht es jetzt direkt in die Praxis. Ja, es geht darum, wie trainiere ich mit meinem Hund Frustrationstoleranz, beziehungsweise wie bringe ich meinen Hund dazu, mit Frust besser und entspannter umgehen zu können. Seid gespannt! Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut euch nochmal unser letztes Video an. Da ging es so ein bisschen um die Theorie rund um die Frustrationstoleranz. Wo kommt sie her, wo geht sie hin und welche Faktoren haben einen Einfluss darauf? In diesem Video soll es jetzt darum gehen, wie kann ich denn mit meinem Hund effektiv daran trainieren, dass er mehr Frustrationstoleranz entwickelt. Ganz wichtig, wir hatten es im letzten Video, ist das Thema Stress. Also von daher achtet nicht nur in Bezug auf die Frustrationstoleranz, sondern natürlich im allgemeinen Sinne zum Wohle eures Hundes darauf, dass euer Hund genug Auslauf bekommt, aber auch genug Ruhephasen hat, um sich stressmäßig entsprechend herunterzufahren. In dem Zusammenhang immer noch mal wichtig, einen Blick auf das Thema Ruhephasen zu werfen. Denn ich merke im Training immer wieder, wie überrascht die Menschen sind, wie viel Ruhe so ein Hund eigentlich braucht. Wir Menschen neigen immer so dazu, wenn wir merken, der Hund ist unruhig, der ist hibbelig, der wirkt nervös, der wirkt in Anführungszeichen nicht ausgelastet, die Hunde noch mehr und noch mehr zu beschäftigen. Wobei eigentlich genau das Gegenteil produktiv wäre, nämlich den Hund zur Ruhe bringen. Denn von außen betrachtet sieht Überforderung und Unterforderung relativ ähnlich aus. Woran ihr euch hier immer orientieren könnt, ist, wie viel hat mein Hund geschlafen? Man rechnet so 16 bis 18 Stunden, sind ein guter Richtwert. Es gibt sicherlich den einen, der mit ein bisschen weniger auskommt, oder es gibt doch den anderen, der ein bisschen mehr braucht. Aber auf diese Zahlen solltet ihr ungefähr kommen. Nur so hat euer Hund überhaupt die Möglichkeit, A, sein Stresssystem runterzufahren und zu regenerieren und zum anderen sich generell vom Organismus her körperlich zu erholen. Diese Zeiten sind leider nicht verhandelbar. Da könnt ihr so viel trainieren, wie ihr wollt. Wenn der Hund nicht genug zur Ruhe kommt, wird er immer dazu neigen, ungeduldig, aufgeregt und vor allen Dingen eine geringere Frustrationstoleranz zu haben. Wie bekomme ich denn jetzt Frustrationstoleranz in meinen Hund? Das klingt gleich wieder ein bisschen gemein, aber es ist leider so, damit der Hund Frustrationstoleranz lernen kann, entwickeln kann, muss er einfach lernen, mit einer Situation, die sich für ihn blöd anfühlt, die ihn frustriert, die ihn nervt, die ihn stresst, wie auch immer, damit klarzukommen, die auszuhalten und zu akzeptieren, dass das Leben trotzdem weitergeht und dass dieses unangenehme Gefühl früher oder später von ganz alleine wieder verschwindet. Heißt also, dass wir unseren Hund im Training einfach gezielt in frustrierende Situationen bringen. Natürlich immer nur in einem Maß, dass der Hund auch verkraften kann. Also es nutzt uns nichts, wenn wir den Hund heillos überfordern, dann lernt er nämlich gar nichts. Aber durchaus in einem Maß, das den Hund dazu bringt, einfach ein bisschen unruhig zu werden, ein bisschen genervt zu sein, auch mal zu fiepsen oder mal Dinge zu tun, an der Leine zu ziehen, zu kauen, einfach wo der Hund zeigt, ich find's blöd gerade hier. Und genau diese Situation auszuhalten. Meine allerliebste Übung dazu, die ich im Training immer gerne nutze, ist das sogenannte Abschalttraining. Dabei wird es jetzt ein bisschen spannend und ein bisschen tricky. Denn das Training zur Frustrationstoleranz ist relativ einfach. Man kann aber auch relativ schnell sich das Training kaputt machen. Nämlich, indem man statt der Frustrationstoleranz aus Versehen die Impulskontrolle übt. Beim Abschalttraining geht es im Prinzip nur darum, dass ihr euch mal euren Hund schnappt, auf den Spaziergang geht und euch eine Stelle sucht, wo vielleicht ein bisschen was los ist, nicht zu viel, ein bisschen was los ist. Ihr sucht euch eine schöne, bequeme Bank, setzt euch mit eurem Hund dahin, Fuß auf die Leine und dann wird euer Hund einfach nur ignoriert. Klingt jetzt erstmal einfach, ist es aber gar nicht. Denn zum einen, eine große Schwierigkeit für uns Menschen ist es, den eigenen Hund wirklich zu ignorieren. Wenn ich sage, ihr sollt den Hund auf die Bank setzen und ignorieren, heißt das wirklich, schaut den nicht an, sprecht ihn nicht an und fasst ihn nicht an. Jede Interaktion von euch mit eurem Hund sorgt dafür, dass ihr verhindert, dass Frust entsteht. Ganz wichtig beim Abschalttraining, wenn ihr euch mit eurem Hund auf die Bank setzt, gibt es von euch kein Kommando, keine Ansage, kein gar nichts. Ihr gebt dem Hund kein Verhalten vor, weil auch das wieder dafür sorgt, dass der Hund weiß, was von ihm erwartet wird. Und wir wollen genau das nicht. Wir wollen den Hund gemeinerweise so ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Und der Hund soll lernen, sich mit einer Situation, wo wir ihm nicht helfen, wo wir ihm kein Verhalten vorgeben, selbst zu arrangieren. Also denkt dann, kein Sitz, kein Platz, keine Pause. Ja, man trainiert mit Hunden ja auch gerne ein konditioniertes Pausesignal, ne, dass der Hund von mir aus ein entsprechendes Signal bekommt, Pause, und der Hund dann genau weiß, okay, jetzt habe ich mich hier hinzulegen und abzuwarten, bis es weitergeht. Die zweite Schwierigkeit ist, dafür zu sorgen, dass sich euer Hund
während dieser Übung nicht selbst beschäftigt. Denn ihr werdet relativ schnell feststellen, wenn euer Hund sich nach ein paar Sekunden so ein bisschen mit der Situation arrangiert hat, wird er anfangen, sich irgendein Alternativverhalten überlegen, mit dem er jetzt diese entstehende Leere versucht zu füllen. Das kann buddeln sein, das kann Gras fressen sein, das kann an der Leine ziehen sein oder auf der Leine rumkauen. Das kann ein Jammern, ein Winseln, ein Jaulen sein. Irgendwie versucht der Hund diesen Umstand, dass er jetzt da nicht weg kann, sondern jetzt da bleiben soll und eventuell, dass auch spannende Sachen um ihn herum passieren, zu kompensieren. Diese Dinge unterbrecht ihr bitte möglichst unaufgeregt und unspektakulär. Ihr könnt euch zum Beispiel eine Stelle suchen, wo der Hund eben nicht die Möglichkeit hat, Gras zu fressen, wo der Hund nicht die Möglichkeit hat, zu buddeln. Wenn der Hund jetzt anfängt, in die Leine zu beißen, einfach mal die Leine kurz weg. Wir möchten, dass der Hund gerne mal wirklich ein paar Minuten lang nichts tut. Um euch die Übung selber ein bisschen einfacher zu machen, empfehle ich immer gerne, nehmt euch ein Buch mit oder, Achtung, jetzt sage ich was, guckt aufs Handy, wird verhindert, dass ihr euch ungewollt mit eurem Hund auseinandersetzt, denn das wollen wir jetzt in der Situation nicht, ist nämlich extrem kontraproduktiv. Ihr bleibt bitte sitzen und zwar so lange, bis sich euer Hund beruhigt hat, heruntergefahren ist. Im Idealfall legt sich der Hund sogar ab, das wäre natürlich dann schon fast schon der Jackpot. Dann kommt der Punkt, wo man viel verkehrt machen kann, nämlich ihr belohnt euren Hund bitte nicht dafür. Wenn euer Hund zur Ruhe gekommen ist, sich abgelegt hat, sich mit der Situation arrangiert hat, dass er da jetzt nicht wegkommt, dann heißt es aufstehen, wortlos losgehen mit dem Hund. Das ganze Training der Frustrationstoleranz steht und fällt nämlich mit der nicht vorhandenen Belohnung. Ihr dürft euren Hund bei einer Frustrationstoleranzübung niemals belohnen, bestätigen oder in irgendeiner Form Aufmerksamkeit schenken. Hunde sind nicht blöd. Wenn Hunde lernen, ach, hier, mein Mensch, der geht mit mir zur Bank, setzt sich dahin. Wenn ich mich hingelegt habe, dann kommt der Keks oder dann freut sich mein Mensch und ich werde gestreichelt. Dann durchschauen Hunde relativ schnell diese Trainingssituation. Und dann neigen Hunde dazu, ich sage jetzt mal liebevoll, Ruhe vorzuspielen, um die Belohnung zu bekommen. Eine klassische Übung, die auch immer gerne gemacht wird oder die ich im Training auch oft sehe, ist das Warten vor dem Napf. Das kann fast jeder Hund lernen, das. Ich mache als Mensch, ich mache das Futter bereit, stell den Napf hin und der Hund muss so lange warten, bis ich als Mensch die Freigabe erteile. Erst dann darf der Hund zum Napf und fressen. Jetzt denken viele Leute, sie trainieren hier die Frustrationstoleranz, machen sie aber gar nicht. Und das ist eine reine Impulskontrollübung, weil der Hund wirklich nur lernt, sein Bedürfnis so lange aufzuschieben, bis die Freigabe kommt. Aber im Endeffekt wird das Bedürfnis bzw. die ursprüngliche Motivation, nämlich ans Futter zu kommen, doch erfüllt. Im Hundetraining nennt man es auch den sogenannten Belohnungsaufschub. Das war jetzt eben quasi schon der Punkt, den es für euch immer zu beachten gilt, wenn ihr Frustrationstoleranz trainiert. Der Unterschied zu einer Impulskontrollübung ist ganz oft das Feedback, das der Hund am Ende der Übung bekommt oder eben auch nicht. Alle Dinge, die irgendwann darin enden, dass der Hund ein Bedürfnis erfüllt bekommt oder wie gesagt zum Ziel kommt, sind niemals Frustrationstoleranzübungen, sondern eigentlich immer Impulskontrollübungen. Klassisch, ne? Der Hund darf Besucher erst begrüßen, wenn er auf seinem Platz liegt und zur Ruhe gekommen ist, dann darf der Hallo sagen. Trainiert super die Impulskontrolle, ist wunderbar im Training, nie verkehrt, aber hilft euch leider nicht darum, wenn es um die Frustrationstoleranz geht. Auch diese schönen Übungen mit der Futter auf den Pfoten legen und der Hund muss so lange warten oder auf die Nase und der Hund wartet so lange, bis die Freigabe kommt. Tolle Training. Aber eben nicht zur Frustrationstoleranz. Ich hatte gerade eben schon eingangs erwähnt, man kann ja die meisten Hunde kennen das Phänomen, vor dem Napf warten zu müssen. Ich kann auch dieses Setting theoretisch nutzen, um da eine Frustrationstoleranzübung draus zu machen. Und zwar, indem ich das Futter für den Hund fertig mache, den Napf auf den Boden stelle und den Hund warten lasse. Und zwar diesmal nicht, bis er die Freigabe von mir bekommt, sondern bis der Hund sich hinlegt und bis sich der Hund entspannt hat. Jetzt kommen wir wieder zu dem gemeinen Punkt, der Hund darf nicht belohnt werden. Das heißt, er muss den Napf dann in dem Augenblick wieder wegstellen. Der Hund darf also sein Futter nicht bekommen. Besonders gut macht sich das, wenn man nicht das direkte Futter des Hundes nimmt zum Zubereiten, sondern vielleicht schon die Ration für morgen. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn man die wieder in den Kühlschrank stellt. Wichtig ist, ich erschaffe bei dem Hund eine Erwartungshaltung, die nicht befriedigt wird, die den Hund frustriert und die am Ende auch nicht belohnt wird. Immer wenn ich diese Übung im Training vorschlage, ernte ich verblüffte Gesichter von meinen Kunden, weil es natürlich den Menschen unheimlich schwer fällt zu verstehen, warum denn der Hund jetzt kein Futter haben darf. Aber es geht halt in der Tat beim Training zur Frustrationstoleranz immer darum, dass der Hund am Ende
für das Aushalten der Situation nicht belohnt werden darf. Weil ansonsten, wie gesagt, die Impulskontrolle zwar trainiert wird, aber nicht die Frustrationstoleranz. Neben diesen zwei gezielten Übungen, die relativ effektiv sind, könnt ihr durch relativ kleine Dinge im Alltag die Frustrationstoleranz so ganz nebenbei so ein bisschen anschubsen und trainieren. Auch das sind Dinge, die sich für euch vielleicht ein bisschen blöd anfühlen, die auch ein bisschen eure Impulskontrolle und Frustrationstoleranz kitzeln. Die helfen aber eurem Hund wesentlich entspannter durch den Alltag zu kommen. Zum Beispiel, ich gehe mit meinem Hund zum Hundeplatz, wo die Kollegen toben und spielen, gehe dahin und gehe wieder nach Hause. Oder aber biete meinem Hund ein Spielzeug an, lege es für ihn unerreichbar auf den Schrank und dann lasse ich es da liegen und dann spiele ich mich mit ihm. Oder aber ziehe meinen Hund zum Spaziergang an und dann setze ich mich wieder auf die Couch und ignoriere ihn einfach. Im Prinzip geht es beim Training der Frustrationstoleranz immer nur darum, beim Hund eine Erwartungshaltung zu wecken, die ich dann am Ende vorsätzlich nicht erfülle. Klingt gemein, ist es auch ein bisschen, hilft eurem Hund aber ungemein viel, viel, viel leichter durch den Alltag zu kommen. Generell sind Übungen zur Frustrationstoleranz, je nach Schwierigkeitsgrad, für Hunde unheimlich anstrengend. Also bitte tut euch und vor allen Dingen euren Hunden, denen ihr fallen, trainiert es nicht zu häufig. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Übungen zum Abschalttraining macht, dann macht die vielleicht einmal am Tag, dann reicht es auch schon. Dann müsst ihr jetzt die Übung mit der Futterschale gar nicht machen. Es reicht wirklich ein bis zweimal am Tag gezielt so eine Übung für die Frustrationstoleranz einzubauen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Hier hat die Frustrationstoleranz bzw. das Training zur Frustrationstoleranz einen unschlagbaren Vorteil, zum Beispiel im Gegensatz zur Impulskontrolle. Denn die kann ich immer nur situativ trainieren. Wenn ich mit dem Hund das Warten vor dem Napf übe und er auf Freigabe erst ran darf, trainiere ich die Impulskontrolle in Bezug auf diese Situation, das nutzt mir draußen bei einem Radfahrer oder bei einem Hasen gar nichts. Die Frustrationstoleranz hingegen wird, ich sag mal, super generalisiert, wenn ich mal das Wort jetzt hier benutzen möchte. Denn Frustrationstoleranz ist jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Verhalten, was der Hund zeigt, sondern eine Fähigkeit. Und die Frustrationstoleranz, die ihr zum Beispiel im Abschalttraining trainiert, hilft euch auch zum Beispiel beim Training des Alleinbleibens. Denn auch beim Alleinbleiben spielt Frust oft eine ganz, ganz große Rolle. Wenn der Hund alleine bleiben muss, er möchte aber gern zu seinen Menschen, er findet es blöd, es fühlt sich doof an. Gerade hier äußert sich ja Frust oft zum Beispiel in Zerstörungsverhalten, in Jaulen oder sonstigen unerwünschten Verhaltensweisen, die oftmals nicht nur, aber ganz oft im Frust begründet liegen. Beim Alleinbleiben gibt es natürlich noch eine andere Menge Gründe, die da mit reinspielen. Frust ist da immer nur ein Faktor. Ganz oft ist ja auch Trennungsangst, Kontrollverlust mit dabei. Also von daher, wenn ihr allein beim Trainiert, schaut natürlich auch auf die anderen Aspekte. Nicht, dass ihr denkt jetzt, es liegt alles nur an der Frustrationstoleranz. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Schaut doch mal, was euren Hund direkt, ich sage mal liebevoll, triggern würde. Erstellt euch mal eine kleine Liste mit Situationen, wo ihr wisst, da hat euer Hund noch so ein bisschen Schwierigkeiten, so ein bisschen Baustellen. Und dann sucht genau diese Situation auf, geht da direkt rein und schaut, wie ihr, wie gesagt, da eine Erwartungshaltung erwecken könnt, ohne die zu stillen. Und denkt immer dran, am Ende niemals nicht belohnen. Eine Belohnung ist dabei nicht unbedingt immer nur Futter oder auch ein nettes Wort, sondern eine Belohnung ist für den Hund alles, was der Hund in diesem Augenblick gerne möchte oder was sich für ihn positiv anfühlt. Wenn ich jetzt also mit meinem Hund zum Beispiel auf den Hundeplatz gehe und diese Übung mache und ich lasse ihn da 10 Minuten warten und er darf dann zu den anderen Hunden, dann ist halt das für den Hund eine Belohnung und macht mir im Prinzip die komplette Übung kaputt. Ich habe dann ungewollt wieder eine Impulskontrollübung draus gemacht, aber keine Übung zur Frustrationstoleranz. Und das passiert im Alltag relativ häufig. Und deswegen trainieren viele Leute ganz viel Impulskontrolle, aber ganz, ganz selten wirklich die Frustrationstoleranz. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann, ihr wisst, wie immer, Daumen hoch. Und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie es denn um die Frustrationstoleranz eurer Hunde bestellt ist oder wo eure Hunde vielleicht auch noch Probleme haben. Vermutlich, das ist ein Dauerbrenner, ist das die Begegnung mit Artgenossen an der Leine. Also ist einfach wirklich eine Quelle für viel Frust. Schaltet auch beim nächsten Video wieder ein. Und bleibt gesund, habt euch lieb, bis bald. Auf Wiederhören.